So, herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Animagus. Wir spielen wieder Civilization 5 mit Ägypten. Der Weltkongress findet in einer Runde statt. Wir sind kräftig am Grabstätten bauen, da mir aufgefallen ist, dass wir das können und zwei Zufriedenheit dadurch bekommen. Und wir Is the das following trade of interest? jetzt. Mache ich eine Freundschaft mit Amerika, dann wird in dieser Runde noch Harald Blauzahn vor meiner Tür stehen und sich beklagen. Wie ich gerade gesagt habe, steht er jetzt vor meiner Tür und beklagt sich darüber, dass ich mit Amerika befreundet bin. Was mir aber relativ egal ist, solange mich alle in Ruhe lassen. Wurde in Theben ein neuer Ingenieur gebaut, geboren, den wir hoffentlich bald benutzen können. Ich weiß zwar noch nicht für was. Für die Ostindien Company. Nee, Spaß. Den lassen wir jetzt einfach mal links liegen. Neuschwanstein wäre jetzt sehr schön. Ich denke aber, nein, ich liege nicht zwei Felder neben einem Berg. Darum kann ich Neuschwanstein auch nicht bauen. Ich werde hier die internationalen Spiele wählen. Und spezielle Wahlen im Fall erfolgreich manipuliert. Erfolgreich manipuliert. Also Persönlichkeit geboren. So, wir sind mit drei verbündet. Den von Chrysil wollte ich jetzt abziehen und nach Sofia schicken. Weil wir mit Sofia schon befreundet sind. Und sie möchten, dass wir Färbemittel anschließen. Hat irgendjemand Färbemittel? Harald Blauzahn hat Färbemittel. Gildai. Du hast es aber nur einmal, dann wirst du Delfina, wahrscheinlich sehr, sehr viel dafür. Chef. Ich biete dir 500 Gold dafür. Das machst du Nein. natürlich nicht. Und auch wenn ich dir 5 Gold pro Runde dazu gebe oder 10. Demoja. Ach, hat's gemacht. Wiedersehen. Jetzt stehen wir mit den Stadtstaaten besser dran, haben zwar unser ganzes Geld verpulvert und 10 Gold pro Runde rausgeschmissen, aber was soll's, wir bauen hier jetzt. Ne, die Ostindien Company bauen wir in Memphis, da ich in dem keinerlei Karawanen habe, bauen wir die Fabrik. Die öffentliche Schule. Die Fabrik, danach die Schule. Henry Ford tut sich mal ausruhen hier. Und mein großer Musiker geht Richtung Amerika. Hätte jetzt durch den Funkturm Platz für das große Werk. Aber was soll's? Sofia, Freunde, 74, Dänemark ist noch mit 8 voran. Das sollte sich aber bald ändern. Und zwar genau nicht jetzt. Chokia betet, ja, die nächsten, die ich mir. Washington hat Pakal den Krieg erklärt. Peter hat Pakal den Krieg erklärt. Jetzt geht's aber rund. Internationale Spiele wurde verabschiedet. Alle außer Mailand wurde nicht verabschiedet. Ja, nein, nein. Sehr schön. Ich darf wieder mal vorschlagen und werde das Dänemark werde über Wissenschaftsfinanzierung, Weltideologie.
Und wir werden die Weltideologie Freiheit einführen. Vorschlagen, ja. Produktion wählen. Internationale Spiele ist schon... Ach. Aber... Ach, der Funkturm... Wir bauen hier eine öffentliche Schule. Nächste Runde. Wir waren sehr freut über den. Ja, es war mir klar, dass du dich darüber freust. Du bist endlich angekommen. In Amerika. Machst hier eine Konzertreise. Und haben in Amerika jetzt auch 41. Das Mailand wird bald nicht mehr vorhanden sein, hoffe ich. Wäre nur gut für mich. Die Ostindien Company bauen wir jetzt in Memphis. Deveremos prosperar através do comércio? Zitronen. Warte mal, ich komme auf dich zurück. Le custile giuntilo pian ulul io col tintece un pactal. Ja, lass uns zusammenarbeiten. Sie haben wieder Frieden geschlossen. Boah. Da hat er aber Schwein gehabt. Wir haben keine Zitronen, darum gehen wir jetzt zum Peter. Hola. Tauschen hier wieder Zitronen Stop. Gegen Zucker. Sollten dann nach der Fabrik auf die internationalen Spiele umstellen. Was wir auch machen werden. Peter der Zweite. Die schlagen sich hier die ganze Zeit die Köpfe ein und zum Schluss werde ich rauslachen, denn ich werde den Kultursieg die Nationen des Westens hoffen, davontragen und Forschungspunkt abgeschlossen. Sehr schön. Die Dampfmaschine entdeckt. Dein vorheriger Weg war? Ach, Theben. Dann geh jetzt nach New York. Oder Wien. Palenque. Nee, der bekommt 6 Wissenschaften. Wir gehen hier zu den Amerikanern. Nächste Runde. Louvre. Jetzt hat mir jemand erfordert Erkundung. Den Louvre habe ich jetzt total vergessen. Wird mir aber nicht weiter wehtun. Dadurch, dass ich die Erkundung nicht habe. Soll er ruhig. Wir stellen jetzt auf die internationalen Spiele um. Im Produktionsfokus sind wir. Wir werden auch hier ein paar Runden die internationalen Spiele rocken lassen. Das Mailand hat schon wieder Dänemark denunziert. Wir können eine neue Ideologie einführen.
durch alle Handel mit anderen Personen, die wir nehmen hier die Zufriedenheit. Wir sind hier bei 61, sind wir bei 63. Bank und Börse. Wir werden aber noch Banknummer. So. Ja, sehr schön. Dicke Freunde. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst. Von lauter Amerika und weiß der Geier. So, wie sieht's hier aus? Wir sind hier verbündet. Wir haben in Sofia. Sofia haben wir noch jemand. Dänemark bringt hier einen großen Musiker. Das bringt euch alles nichts mehr. Da wir sollen wieder. Brasilien, ja, danke schön. Freut mich auch. Dänemark ist jetzt bei uns auch bekannt. Krissel sucht Wissenschaftler. Wir haben ein goldenes Zeitalter. Krissel sind mir 200 verbündet. Da brauchen wir nichts mehr zu tun. Wir haben auch in Buenos Aires 123. In Biblos noch 65. Wir sind hier in Führung. Porzellan werden wir nicht so schnell bekommen. Nächste Runde. Washington hat die Moderne erreicht. Ja, da seid ihr aber ganz schön hinten nach. Die Demografie sagt aus. Dachte schon, dass mir jemand den Krieg erklärt, aber da hat sich nur ein Bogenschütze verlaufen, den wir hier gleich wieder vertreiben werden. Da werden wir ein großes Werk erschaffen. Ich denke, dass damals keiner von uns ernstlich an die Zeitmaschine glaubte. Der Zeitreisende gehörte zu jenen Menschen, die zu gescheit sind, um glaubwürdig zu sein. Nie hatte man das Gefühl, ihn ganz zu durchschauen. Immer vermutete man einen Rest von Geheimnis, eine hinter seiner geistvollen Offenheit versteckte Ironie. So, uns wurde eine Einheit Schützen geschenkt. Sagen wir einfach mal Danke. Wir werden hier noch ein großes Werk erschaffen. Selbstporträt. Sehr schön. Hast dich die Runde schon bewegt. So, hier war das mit den verschiedenen Zeitaltern und verschiedenen Zivilisationen. Haben wir Dänemark Renaissance. So brauchen wir Amerika Mittelalter und geben ihm hierfür das aus der Moderne. Tauschen wir. Wo ist das amerikanische Artefakt? Plus 6. Ägypten Moderne, Amerika Mittelalter, Dänemark Renaissance. Sehr schön, sehr schön. Sonst können wir nichts mehr machen. Krieg, Krieg,
Krieg. Persönlichkeit, Meiler hat sich mit Jaokia verbündet. So stark ab, das gefallen mir, minus 3400. Ah, ich hatte sogar eine neue Einheit. Washington hat die Moderne erreicht. So. Den Finauten. Oh. Sie den Simple Tiger will wer ihn? Nee. Vorschlagen. Nein. Dann bekommst du eben 5 Gold pro Runde. Werd glücklich damit. Hier eins rüber, kannst immer noch nicht angreifen, wenn ich noch vor. Der Schütze stellt sich nach Theben. Wo der Barbar herkommt, ist mir eigentlich ein Rätsel. Aber darum wird sich jetzt mein Schütze kümmern, der hier hochgeht. Amerika hat die Ideologie Autokratie eingeführt. So, dann können wir nicht mit Brasilien, was haben wir da? Da wird Brasilien sich schon melden, nehme ich an. Und sie haben uns schwer getroffen. Da schießen wir doch zurück und vernichten die Barbaren. Und im nächsten Zug gehst du hier vor, nächste Runde. Offene Grenzen, ja klar. Einflussig Spieler, gucken wir nochmal rein. Wir sind bei Dänemark gleich einflussreich. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ihr seid bei der ersten einflussreich. Das Projekt internationale Spiele ist zu 40% abgeschlossen. Sind wir jetzt bei, ach, Dänemark, 100%. Sehr schön, wir haben den ersten Teil unseres Sieges abgeschlossen. Beenden hiermit auch die Aufnahme. Und dann freue ich mich drauf, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn wir die internationalen Spiele gewinnen und den Kultursieg weiter vorantreiben. Also bis dann, euer Animagus. Tschüss.